Ich möchte Ihnen heute ein Projekt aus der Projektreihe Garten der Künste vorstellen. Es nennt sich Garten der Sinne und es findet in einer Berliner Senioreneinrichtung statt. Ja, Garten der Sinne ist ein Projekt, das die Bereiche gemeinsames Gärtnern, künstlerisches Gestalten, Geragogik und Therapie miteinander verbindet. Es zählt zu den naturgestützten Interventionen, man kann auch Naturtherapie oder auch Green Care sagen. Und ich habe es während des ersten Lockdowns konzipiert, um besonders die Bewohnerinnen aus der damaligen Isolation zu holen, das Wohlbefinden insgesamt zu stärken, aber insbesondere auch die seelische Konstitution zu stabilisieren und zu stärken und darüber hinaus ihnen auch eine niedrigschwellige Zugänge zu bieten für einen gemeinsamen Austausch. Gestartet ist das Projekt dann im Sommer 2020. Es läuft bis heute an und es gibt auch einige Folgeprojekte, also zum Beispiel den Grünen Salon in einer anderen Berliner Senioreneinrichtung, aber auch noch andere Naturkunstprojekte in den Bereichen Pädagogik und Sozialkunst. Das können Sie dann auch, wenn Sie möchten, auf der Projektseite Garten der Künste nochmal nachlesen. Ja, Garten der Sinne stützt sich auf den One Health Ansatz. Dieser wurde erstmalig in den 1960er Jahren in der Tiermedizin erwähnt und dann später von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation der Tiergesundheit und Ernährung und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen weiterentwickelt. Und im Großen geht es darum, dass wir einen planetenkonformen Umgang bilden im Sinne der Nachhaltigkeit. Also, wir betrachten Natur als einen ganzheitlichen Raum. Es geht um die Verbindung von Gesundheit, von Menschen, Tieren, Natur. Ich habe jetzt hier geschrieben, auch intakter äußerer Natur. Und das heißt, wir betrachten einen Gesamtorganismus. Und in diesem Gesamtsystem werden die Ursachen von Krankheiten beleuchtet, aber vor allen Dingen die Bedingungen von Gesundheit. Das heißt, hier im Mittelpunkt stehen die Fragen, wie können globale und lokale Gesundheitssysteme gestärkt werden? Was macht jeden einzelnen Menschen nachhaltig widerstandsfähiger? Was hält den Menschen gesund? Und hier können die naturgestützten Angebote, Interventionen eine wirkmächtige Antwort geben, jeden Menschen, jedes Alters in der ganz individuellen Gesundheit zu stärken. Resilienzförderung also durch naturgestützte Angebote. Denn, haben wir heute auch schon oft gehört, Naturerlebnisse haben eine Vielzahl an positiven Effekten auf den Menschen, körperlich, seelisch und geistig. Und wir kennen es alle, wir können es aus eigener Erfahrung sagen, was bedeutet es, wenn wir in der Natur sind. Wir fühlen uns besser gestimmt, wir haben einen klaren Kopf, wir fühlen uns geerdet, ja, fit für neue Lebensaufgaben, die vielleicht da draußen auf uns warten. Also bereits ein kurzer Aufenthalt in der Natur von 10 bis 20 Minuten führt zu einer kognitiven Entspannung, Stress wird abgebaut und auch positive Gefühle der Erholung, des Wohlbefindens können aufgebaut werden, bis hin zu Glücksgefühlen. Also viele sprechen auch von einem gesunden oder natürlichen Stimmungsaufheller. Und natürlich auch, Natur kann motivationssteigernd sein. Also der Mensch fühlt sich angesprochen, aktiv zu sein, ob das eine Gehmeditation ist, das Gärtnern, ein Spaziergang. Also all diese Fülle führt zu einer Fülle an Symptomlinderungen. Also Erwachsene zum Beispiel, die sich körperlich betätigen, haben ein 20-30-prozentiges niedrigeres Sterblichkeitsrisiko als inaktive Menschen. Der Blutdruck wird gesenkt, das Herz-Kreislauf-System wird angeregt und harmonisiert und auch Übergewicht entgegengewirkt. Also es gibt eine ganze Fülle an positiven Effekten, die wir jetzt hier auch noch weiterführen könnten. Einige Studien wurden ja, die wichtigsten eigentlich heute auch schon genannt. Corinne sagte auch, wir haben hier eine Publikation, da sind auch noch mal die Studien aufgeführt, auf die ich mich stütze, mit denen ich arbeite. So, und jetzt die Frage, wie können wir Naturwirksamkeiten vor allem künstlerisch integrieren, insbesondere in der Arbeit mit älteren Menschen? Und hier werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die Teilnehmerinnen.
Es ist eine Gruppe, die regelmäßig zusammenkommt, einmal in der Woche, bestehend aus 10 BewohnerInnen. Und die Bewohnerinnen sind zwischen 65 und 95 Jahre alt. Wir haben psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Altersdepression, Schizophrenie, organische einschließlich symptomatischer psychischer Störungen wie Demenz und körperliche Erkrankungen. Und ganz im Sinne des One Health Ansatzes beziehen wir die gesamte Lebensrealität der BewohnerInnen mit ein. Also hier einmal ein Blick auf die Außenfläche, auf das Außengelände. Es ist mit geschwungenen Wegen gestaltet, parkähnlich. Wir haben einen alten Baumbestand, hauptsächlich Kiefern. Man findet überall im Schatten oder auch im Halbschatten Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen einladen. Wir haben einen kleinen Bachlauf mit einem Teich und auch Fische. Häufig kommen auch die Reiher vorbei, die sich auch sehr über die Fische freuen. Wir haben auch noch andere Tiere auf dem Gelände. Wir haben ein großes Ziegengehege, wir haben Hasen, neuerdings auch 2 Bienenstöcke. Und wir arbeiten, je nachdem, welches Tagesthema wir vor allen Dingen haben, arbeiten wir an den unterschiedlichsten Stellen auf diesem Gelände. Oder bei schlechtem Wetter ziehen wir in das große Gewächshaus. Ja, kommen wir auf die Elemente in der Gartengestaltung zu sprechen. Also wir haben ganz zu Beginn 3 große Hochbeete angelegt, sodass seniorengerecht gearbeitet werden kann. Zum einen im Rollstuhl oder wenn man eine Gehhilfe hat oder auch im Stehen. Dann haben wir auch einen Barfußpfad angelegt mit großzügig bemessenen großen Feldern. Die sind momentan mit Sand, Eicheln und Stein gefüllt. Und je nach Jahreszeit tauschen wir auch diese Felder auch aus. Dann haben wir anschließend benachbart auch eine Sitzecke. Da kann man dann nach dem Barfußpfad auch noch verweilen und ruhen, sich austauschen, nachspüren. Und wir haben Obstgehölze gepflanzt, wie zum Beispiel Kirschen oder auch Obstbäume, die zum einen zum Naschen einladen, aber auch visuell alle zuvor genannten Elemente miteinander verbinden. Ja, die Pflanzen im Garten der Sinne, also einen großen Teil machen die Sinnespflanzen nach Gudrun Schade aus. Das sind Pflanzen, die mit ihren bestimmten ganz typischen Reizen unsere Sinne ansprechen. Zum Beispiel über die Farben. Wir haben im Garten der Sinne kontrastreiche Farbkombinationen eingesetzt, hauptsächlich aber Rot-, Gelb- und Orangetöne. Das liegt einfach daran, dass die Sehleistung im zunehmenden Alter abnimmt und man Blau- und Lila-Töne nicht mehr so gut wahrnehmen kann. Dann haben wir duftende Pflanzen eingesetzt, zum Beispiel Lavendel, um auch nochmal das olfaktorische Erlebnis besonders zu stärken. Dann hatte ich gerade schon die Obstgehölze angesprochen. Natürlich dürfen da nicht süße Beeren fehlen, also Erdbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und so weiter. Und Tastpflanzen, also hier zum Beispiel den Zierlauch, sodass man auch nochmal unterschiedliche haptische Erlebnisse hat. Und natürlich auch dürfen die Färberpflanzen nicht fehlen. Hier haben wir zum Beispiel eine wilde Wiese, also neben den Hochbeeten haben wir auch Flächen, die wir gärtnerisch eher in Ruhe lassen, Spontanvegetation beobachten. Jetzt sehen wir hier auf der linken Seite den Färbergarten. Da haben wir, das kennen vielleicht einige von Ihnen, aus der Permakultur auch die Mischkultur eingesetzt. Wir haben hier den Rotkohl und die Färbertagetes, aber auch die Gewürztagetes zum Beispiel gepflanzt. Dann haben wir roten Amaranth, roten Sonnenhut sieht man jetzt gerade noch nicht in der Blüte, Färberkamille, Schafgarbe, Lavendel. Also auch hier viele essbare Färberpflanzen integriert im Färbergarten und daneben haben wir einmal den Kräutergarten. Die Aktivitäten in der Natur. Ja, also es gibt eine große Bandbreite auf verschiedenen Niveaus und Fähigkeiten abgestimmt. Man kann so sagen, ein Setting umfasst eine Stunde und es gibt 3 große Parts. Der erste Part ist, dass gemeinsam gegärtnert wird. Der zweite ist, dass wir künstlerisch gestalten und am Abschluss gibt es noch mal eine Gesprächsrunde.
Ja, also Gärtnern entsprechender Jahreszeiten, aussehen, pflanzen, pflegen, ernten. Man kann auch wunderbar das gesamte Jahr über ein Herbarium anlegen, einen Tastparcours machen. Also den kann man auch wunderbar im Sitzen oder im Stehen mit geschlossenen Augen, mit freiem Blick. Man kann die Hände verwenden, aber natürlich kann man auch unterschiedlichste Körperteile nehmen. Gemeinsame Spaziergänge, Pflanzenporträts, natürlich auch Blumengestecke binden, eine Gartenbibliothek zusammenstellen. Und wie wir heute schon gehört haben und einige von Ihnen auch im Workshop selber umgesetzt haben, ist die Seven Gardens Methode. Das heißt, wir stellen unsere Naturfarben selber her, um damit zu malen, zu zeichnen und zu gestalten. Natürlich kann man auch aus den Färberpflanzen Teemischungen anfertigen oder Kräutersalz herstellen. Also das heißt, ich versuche mit allen Sinnen ein Tagesthema erlebbar zu machen. Ich moderiere dabei die Sitzungen und versuche auch immer an die Biografien der einzelnen Teilnehmerinnen anzuknüpfen. Und am Ende gibt es dann noch Raum für Fragen und Anregungen. So, jetzt kommen wir zu den konkreten Beispielen. Wie läuft so eine Stunde ab? Also, wie gesagt, wir waren hier im Garten, wir haben geschaut, was blüht gerade, wie verhält sich die Vegetation, wir haben die Pflanzen gepflegt, wir haben geerntet, wir haben die einzelnen Pflanzenteile gepresst und in dem Fall zu Einladungskarten gestaltet, die wir beziehungsweise die Teilnehmerinnen dann an ihre Familien verschickt haben als Opener des Projektes und nebenbei natürlich auch noch andere Sinnespflege betrieben. Die Beeren haben wir gegessen und haben uns Infusion Wasser selber hergestellt. Eine weitere wunderbare Übung, die man auch das gesamte Jahr über einsetzen kann, ist das meditative Zerreiben von Pflanzenmaterial. Zum einen sehen wir auf dem linken Bild, kann man das ganz frei im Sinne einer Farbenmeditation machen, aber man kann natürlich auch Formen vorgeben. Das ist auch immer von den TeilnehmerInnen abhängig, inwieweit der Mensch eine Form braucht. Es gibt bei manchen auch große Berührungsängste, sich auf ein weißes Blatt einzulassen. Man kann im Übrigen auch, das kennen einige von Ihnen vielleicht aus der Kunsttherapie, mit Farben schichten. Das kann man übrigens hier bei dieser Methode auch machen. Da lässt man immer die erste Schicht antrocknen und kann dann wieder mit dem nächsten Pflanzenmaterial darüber gehen und so eine Tiefe erzeugen. Hier nochmal die Seven Gardens Methode. Wir haben heute auch im Workshop Keramikmörser verwendet. Man kann natürlich auch eine Schale oder eine Tasse nehmen oder auch einen Holzmörser, also so, dass man auch nochmal einfach unterschiedliche Materialien, Arbeitswerkzeuge zur Verfügung hat. Und es ist auf jeden Fall eine niedrigschwellige Methode. Also wenn ich zum Beispiel auch mit Kindern arbeite, ist das auch immer der Hit, aber auch bei den Älteren. Dann kam heute auch die Frage auf, was können wir, wenn wir mit der Seven Gardens Methode arbeiten, mit den Filtern machen? Denn auch wir in den Senioreneinrichtungen haben mit der Zeit so einen großen Stapel an unbenutzten bzw. benutzten gefärbten Filtern. Und eine schöne Übung ist eben, sich mit den Düften und Erinnerungen zu beschäftigen. Wir haben im Garten Färberpflanzen geerntet, die Kräuter auch, Räucherbüschel gewickelt und aber eben auch diese Duftsäckchen gemacht. Also so kann man die Filter auch noch schön weiter verwenden. Und auch eine Duftorgel haben wir eingesetzt, weil es natürlich auch immer spannend, welche Gerüche können die Teilnehmerinnen überhaupt noch wahrnehmen, welche Gerüche oder Düfte wecken bestimmte Erinnerungen. Das kann man dann wunderbar auch aufgreifen und miteinander besprechen. Und nebenbei haben wir dann auch noch unseren selbstgemachten Tee getrunken. Hier auch noch ein Einblick ins freie Weben und Gestalten von floralen Bildern. Je nach Feinmotorik auch ist es möglich, dann auch größere Werke, das waren jetzt eher so kleinere Ausschnitte, zu weben. Das kann man genauso gut mit getrockneten und eben auch mit frischem Material machen. Und zum Abschluss, ich werde auch immer häufig gefragt, was macht man denn im Winter? Ist ein schönes Thema, Eis und Vergänglichkeit. Gerade im Winter, wenn wir Abschied nehmen,
waren wir im Garten und haben Heidekraut zum Beispiel geerntet, Farben hergestellt und dann diese kleinen Eisobjekte oder Skulpturen entweder hingelegt auf dem Gelände oder auch aufgehängt. Und dann haben wir noch große Aquarellbögen ausgelegt und haben sozusagen diese vergängliche tropfende Farbe noch aufgefangen, sodass am Ende dann noch Bilder entstanden sind, auf die wir keinen Einfluss haben. Ja, zum Schluss noch, also was können wir mit naturgestützten Interventionen oder auch mit Naturkunsterlebnissen überhaupt alles erreichen? Also wir können Menschen tatsächlich unterstützen, aufzublühen. Bleibende Einschränkungen können wir kompensieren. Freude und Erholung durch Beschäftigung in und mit der Natur kann aufkommen. Wir können auch eine größtmögliche Selbstständigkeit fördern. Und Naturkunst kann auch als sozialer Knotenpunkt erlebt werden. Also es ist wirklich interessant, jetzt nach 2 Jahren zu erleben, wie sich die Teilnehmerin mit dem Gartenprojekt, aber auch mit der geschaffenen Naturkunst zum einen identifizieren und sich auch selbst als Gestalter und Mitgestalter erleben, sodass auch der Garten nicht nur Lern- und Erlebnisort ist oder Entspannungs- und Kraftort ist, sondern tatsächlich auch ein sozialer Knotenpunkt. Also sie bewegen sich ganz frei natürlich auf dem Gelände, aber sie sind unabhängig unserer Treffen fast jeden Tag im Garten und kümmern sich darum, pflegen die Pflanzen ohne Begleitung, ohne Anleitung. Wenn sie Besuch bekommen, Gott sei Dank ist es wieder möglich, treffen sie sich dort mit ihren Familien. Und besonders schön ist auch zu sehen, dass das gesamte Therapeutenteam aus der Einrichtung mittlerweile das Projekt auch nutzt. Also nicht nur als Kunsttherapeutin, sondern eben auch das Pflegepersonal, die Logopädinnen, die Ergotherapeutinnen und Physiotherapeutinnen, also im Grunde genommen alle, auch die Küche. Ja. Okay, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.